Die Wasserversorgung ihrer Treibräder, die sie halt richtig voll mit Bach hatten, sicherstellen kann. Weil die hatten immer das Problem, dass sie halt Winter, Herbst zu große Wassermengen hatten, konnten die nicht laufen. Sommer hatten zu wenig Wasser. Also verschiedene Talsperren gebaut hier in dieser Region. Also alle Talsperren, die so um 1900 gebaut worden sind, basieren eigentlich auf Plänen von diesem Professor. Der Überlauf letztes Jahr, ich meine im März, oder hat da nichts zu, also das Wasser, wenn es passiert ist? Wenn ich von Talsperren bin, meine ich im Moment nur die Mauer. Sonst spreche ich von Wasserkörpern. Haben wir zwei Leitungen mit demselben Wirkungsgrad. Das heißt, wenn noch eine dieser beiden Leitungen ausfallen würde, könnten wir immer noch jederzeit raus, können wir Wasser in verschiedenen Höhen aus dem Wasserkörper entnehmen und könnten dem Wasserwerk zuführen. Das ist egal. Hier reingucken, wir können sie gleich auch mal reingehen. Da sehen Sie zwei große grüne Behälter. Dafür gab es hohe Säure, weil Sand lang